2 Monate, 23 Tage und keine Ahnung wie viele Stunden hat es gedauert, bis endlich mal wieder ein Video auf meinem Kanal kommt. Genau jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich einfach wieder Videos hochladen muss. Manche warteten auf mich, manche machten sich Sorgen und manche interessiert es überhaupt nicht, wo ich war. Aber dennoch bin ich jetzt zurück und möchte alles erklären, was so passiert ist. Und damit starten wir ins Video. Lang ist es her, dass mal wieder ein Video auf meinem Kanal kam. Sicherlich fragen sich einige von euch, was war eigentlich los? Was habe ich so gemacht und wie soll es vor allem auch weitergehen? Und genau das möchte ich euch heute in diesem etwas cinematischen Video, aber auch ernsten Video erklären. Diejenigen von euch, die noch zur Schule gehen, wissen ja sicherlich, wie es ist, wenn die Ferien bald sind, also die Sommerferien, der Schulstress ist, die letzten Arbeiten sind, wenn bald die Zeugnisse sind. Viele von euch wissen dann ja sicherlich auch, wie ich, was das eigentlich für ein Stress ist und was es heißt, jeden Tag für eine Arbeit zu lernen oder eben noch ein bisschen seinen Hobbys nachzugehen. Jeder weiß wahrscheinlich auch von diesen Leuten, wie viel Zeit das alles in Anspruch nimmt und dass man da in dieser Zeit sich am besten nur Zeit nimmt für die wichtigen Dinge im Leben, also für die Schule. Viele denken jetzt, wow, Schule ist doch eigentlich unwichtig. Das Ding ist halt einfach, wenn man gerade am Schluss ist und es um die wichtigen Noten geht, um die entscheidenden Noten, dann sollte man echt gut lernen und sich gut vorbereiten. Und zumal, wenn man dann auch noch ein bisschen seine Hobbys nachgehen will, in meinem Fall vielleicht sogar Fortnite, man munkelt. Ihr habt ja wahrscheinlich auch das letzte Video gesehen mit meiner Fortnite-Sucht. Aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, dass man in dieser Zeit sehr viel Stress hat und dass man da keine Zeit hat für das große Hobby, in diesem Fall YouTube. Ein weiterer Grund für meine Abstinenz auf YouTube war natürlich auch, dass ich einfach keine Lust mehr hatte, nach diesem Jahr YouTube, was ich fast komplett durchgezogen habe. Ich glaube, einen Monat habe ich mal, wie jetzt eben, absolut gar nichts gemacht. Aber Leute, ihr seid ja nicht in meiner Rolle und ihr wisst nicht, wie das ist. Aber ich hatte diesen ständigen Druck, mal ein Video zu bringen. Und ich wollte einfach Videos hochladen, auch wenn sie ja einfach komplett scheiße waren. Und wenn man auch selber gar nicht so richtig dahinter stand und wenn sie nicht qualitativ hochwertig waren, wie ich sie mir eigentlich vorstelle. Ich habe einfach manchmal komplett übertrieben und einfach Videos hochgeladen, obwohl ich diese Videos einfach besser nicht hochladen hätte sollen. Das war einfach dieser Druck, dieser eigene Druck, was hochzuladen und vor allem diese Lust auf Feedback, auf Kommentare, auf Likes und einfach auch auf Klicks und Abonnenten. Es war einfach eine Gier danach und es war einfach der mentale Druck da. Und diesen Druck wollte ich einfach nicht mehr haben und habe mir dann einfach irgendwann gesagt, nein Linus, du hörst jetzt auf, du machst das, Schule ist wichtiger, Fortnite kannst du auch spielen, ist jetzt auch nicht so schlimm. Und dann hat sich das einfach so entwickelt und ich habe einfach nichts mehr gebracht. Okay Leute, es ist echt gerade schwerer, als ich gedacht hätte, dieses Video, weil ich habe absolut keinen Plan, was ich hier erzähle und keinen Plan von irgendeinem Skript oder keine Ahnung, weil es einfach komplett wieder mal spontan ist, wie ich das immer mache. Auf jeden Fall, was ich glaube ich gerade erzählen wollte ist, dass einfach die Videos komplett sinnlos waren, also komplett sinnlos rausgebracht wurden, weil einfach dieser YouTube, also dieser eigene mentale Druck da war, Feedback zu bekommen. Das Feedback ist echt krass auf YouTube, was man da so bekommt. Und das will man halt dann einfach mehr haben. Und das wollte ich zu diesem Zeitpunkt natürlich auch. Aber was mir in diesen 2,5 Monaten klar geworden ist, wo ich jetzt weg war, ich will einfach mehr Qualität bringen. Und das ist genau auch so dieser Kern des Videos. Denn ich möchte echt was verändern, aber diesmal so richtig. Ihr seht ja schon auch hier, ich mache jetzt nicht einfach hier bloß ein Video, wo ich hier in meinem Zimmer sitze und irgendwas laber, sondern ich bin extra in den Wald gegangen. Du kannst ja vielleicht mal hier ein bisschen filmen, dass wir hier extra mitten des Waldes sind. Also, dass wir jetzt einfach hier mitten im Walde sind und uns einfach einen coolen Fleck rausgesucht haben, wo wir auch schon Bilder gemacht haben. Ich möchte einfach mehr Qualität bringen und bessere Videos bringen, weil das ist einfach schon immer der Gedanke von mir, den ich auf YouTube verfolge. Aber ich habe es bis jetzt noch nie hingekriegt. Und seitdem ich das Video von meinem Bruder oben habe, denke ich mir einfach nur, Linus, du kannst doch etwas, du kannst doch Qualität bringen, du kannst doch sehr gute Videos machen. Denn dieses Feedback unter diesem Video von meinem Bruder, mein Bruder hatte früher mal einen Push von mir bekommen, hat 100 Abonnenten, das Video ist auch relativ viral gegangen. Aber jetzt Leute, nachdem ich das zweite Video ohne gar nichts, ohne keinen Push, ohne gar nichts hochgeladen habe bei meinem Bruder oder mein Bruder hochgeladen hat,
ist dieses Video explodiert und das Feedback von den Leuten, die das Video angesehen haben, auch im Freundeskreis von meinem Bruder, das war einfach krank. Alle haben gesagt, wow, der Typ hat echt was drauf, und ich war einfach überwältigt von diesem Feedback, und genau das möchte ich jetzt auch auf diesem Kanal bekommen und euch auch zeigen, was ich da produziert habe zum Beispiel. Digga! Alter. Starkes Ding, Alter. Will mal, vielleicht. Ich suche mir jetzt hier nochmal einen neuen Spot für das Video. Ich muss nämlich noch ein bisschen mehr erzählen. Es tut mir leid, dass das alles so ungeplant kommt und etc. so ein bisschen komisch ist, aber ich war noch nie so ein Fan von Skripten oder keine Ahnung. Und irgendwie von, ja, halt der ganzen geplanten Seite, also dass die Videos so geplant sind. Ich mache das lieber spontan, und seht ihr ja auch, ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall, was ich jetzt noch dazu hinzufügen wollte, ich will einfach in die andere Richtung gehen, also in eine komplett andere Richtung. Und ich will einfach mehr Cinematik reinbringen und bla 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 und einfach krassere Videos für euch bringen, die auch wirklich Mehrwert haben und auch Gefallen euch liefern, also euch gefallen können. Ich möchte einfach mehr in eine krassere Richtung gehen. Und ja, das war halt einfach jetzt noch so ein bisschen der Gedanke, den ich jetzt demnächst verfolgen will. Ich möchte aber noch ein bisschen was dazu erzählen, zu dem Thema, warum ich jetzt eigentlich nicht da war. Denn es war ja nicht nur Schule, Fortnite und alles, da findet man sicherlich auch noch irgendwann mal einen Tag. Ich hatte dann ja auch noch Jugendweihe, also das macht man so mit 14 und so, wenn man dann halt ins Erwachsenenalter kommt. Das hatte ich auch noch zwischendrin. Ich hatte halt so viel Zeug dazwischen. Ich wusste einfach nicht, wann ich was machen soll. Und mir hat auch tendenziell einfach komplett die Motivation und Lust gefehlt, richtig Videos zu machen. Und diese habe ich halt jetzt wieder gewonnen, und ich möchte euch einfach mehr Videos bieten und einfach geilere Videos machen. Zumal ich es auch bald Sommerferien und alles habe und ich zwar aber nochmal gucken muss, wie das jetzt mit der Kamera weitergeht, weil die noch relativ kaputt ist. Ist ja schon eine Weile so auf meinem Kanal, dass die Kamera kaputt ist, dass ich die vielleicht erstmal einschicke und dann Videos bringe. Aber ich wollte euch einfach mal dieses spontan, vielleicht auch ganz coole Video rüberbringen und euch einfach mal ein bisschen erzählen, was eigentlich los war und wieso ich jetzt eigentlich nicht weg war. Denn es haben mich wirklich auch einige Leute gefragt, wo ich denn bin, und unter meinem Video kam auch mal der Kommentar RIP Live Linus so, oder halt dieser Kommentar, ja, erst sagt er, hat eine Fortnite-Sucht, und dann passiert das wirklich, dass er nicht mehr wiederkommt und wahrscheinlich eine Fortnite-Sucht hat. Ja, ich war echt schon ein bisschen Fortnite-süchtig in letzter Zeit, aber das hat jetzt auch nicht so groß dazu beigetragen, dass ich gar keine Videos mehr gebracht habe. Ich wollte mich einfach ein bisschen mehr raushalten überall, und ich werde jetzt auf jeden Fall wieder zurückkommen, und macht euch gefasst auf coolere Dinge jetzt in den Sommerferien gerade. Und ja, ich hoffe, euch war dieses Video nicht zu spontan und zu ungeplant, aber ich denke mir, man konnte den Grundgedanken eigentlich ganz gut rüberbringen, und im Notfall mache ich halt irgendwann nochmal ein extra, komplett extraes Video, wenn ich schon ein paar andere Videos gebracht habe, wo ich euch ein bisschen gezeigt habe, in welche Richtung ich jetzt gehen will. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr habt Lust auf die nächste Zeit und die besseren anderen Videos. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich gut rübergebracht habe alles, aber ich hoffe es einfach mal für euch. Und ja, dieses Video war relativ spontan entstanden, soll dennoch eure Lust auf meinen Kanal gesteigert haben. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut und ciao.